Im Landtag von Nordrhein-Westfalen wurde ein Antrag der Fraktionen von CDU und Grünen diskutiert, der die Bedeutung der Demokratiebildung in Schulen betont. Martin Sträßer, Mitglied der CDU-Fraktion, sprach hierzu und betonte die Notwendigkeit einer intensiven Vermittlung demokratischer Werte und Strukturen. Sträßer unterstrich die zentrale Rolle der Demokratie für Frieden, Freiheit und Wohlstand in Deutschland und Europa. Er verwies auf die historischen Erfahrungen mit Gewaltherrschaft und Unfreiheit, die die Grundlage für die heutige freiheitliche Demokratie bilden. Trotz dieser Errungenschaften sinkt das Vertrauen in die Demokratie, und Angriffe auf sie nehmen zu. Besonders besorgniserregend ist der Rückgang des politischen Engagements und Interesses bei jungen Menschen. Studien zeigen, dass viele von ihnen sich nicht aktiv an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen wollen und Parteien sowie traditionelle Medien für wenig glaubwürdig halten. Sträßer betonte, dass Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung demokratischer Werte und Strukturen spielen. Der Antrag sieht Maßnahmen vor, um die politische Bildung zu intensivieren, Schulen beim Besuch von Gedenkstätten zu unterstützen und außerschulische Träger verstärkt in die politische Bildung einzubinden. Die Rede von Martin Sträßer wurde im Rahmen der Debatte über den Antrag gehalten, der in die zuständigen Ausschüsse verwiesen wurde, um weiter beraten zu werden. Sträßer betonte die Bedeutung einer Stärkung der Demokratie durch Bildung und rief dazu auf, gemeinsam daran zu arbeiten, jungen Menschen die Werte und Strukturen der Demokratie erfahrbar zu machen.